sechs Landfrauen unterwegs. Sie laden sich gegenseitig auf ihre Höfe ein und kochen füreinander um die Wette. Gut gelaunt geht es durch den Südwesten. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Glaube an Gott und die Gottesmutter sind mir sehr wichtig. Das begleitet mich eigentlich durch den ganzen Tag. Und am Morgen nehme ich mir dann immer Zeit, nochmal so noch um Leute hier einzukehren und so auch den ganzen Tag in Gottes Hände zu legen. Vor allen Dingen auch meiner Mann, der Frank und meine Kinder. Dass Gott sie einfach beschützt und dass auch auf dem Hof halt alles gut läuft und ja, dass man einfach im Vertrauen auf ihn den Tag beginnen kann. Dreimal täglich läuten Veronika Arms oder ihr Mann Frank die Glocke auf dem Romanhof im Kinzigtal. Für sie ist es auch ein Zeichen der Dankbarkeit, dass sich ihr großer Traum vom eigenen Hof erfüllt hat. Wir haben viel gebetet darum, dass wir auch den richtigen Hof finden. Und wir haben dann auch gesagt, ja, wenn wir den richtigen Hof gefunden haben und es klappt alles, ist ja auch nicht so einfach, mit drei kleinen Kindern so die Heimat zu verlassen und irgendwo in der Fremde was zu beginnen. Und wenn das alles klappt, dass wir dann mal ein Bildstöckle bauen und jetzt ist halt die Kapelle draus geworden und das hat alles so sein sollen. Das war so Bestimmung. Veronika ist 50 Kilometer entfernt in Waldulm aufgewachsen und war schon als Jugendliche sehr aktiv in der Kirchengemeinde. Also meine Eltern sind ja vor ein paar Jahren innerhalb von zwei Tagen gestorben. Und das war schon ein Schock für uns alle, dass die zwei jetzt aufs Mal alle ja, einfach weg sind für uns als Familie. Und ich muss sagen, wenn ich nicht so im Glaube verwurzelt wäre, wüsste ich nicht, was passiert wäre. Ja, mir ist dann mal der Satz in den Sinn gekommen oder habe ich mal irgendwo gehört, man kann nie tiefer fallen als in die Arme Gottes. Und da bin ich echt froh und dankbar, dass Gott einfach da ist und mir hilft. 2007 haben Veronika und Frank den Hof gekauft. Einen traditionellen Schwarzwälder Eindachhof aus dem Jahr 1815 mit einem kleinen Stall. Das Melken der 20 Kühe übernehmen meist Frank und der älteste Sohn Andreas. Die Onbindehaltung war halt einfach auch, um mehr Tiere in den Stall zu bringen. Und dass er halt sicher war und sich nicht gegenseitig verletzt hat und so weiter. Also das ist halt von jeher da gewesen, dass man so angebunden hat. Ein Zustand, mit dem sich die Familie nie ganz wohl gefühlt hat. Wir möchten jetzt schon einen neuen Laufstall bauen, weil sich die Kühe halt dort auch einfach wohler fühlen. Gut, über den Sommer kommen sie ja bei uns auf der Weide, beim Winter sind sie halt im Stall. Und da merkt man dann schon, wenn sie im Sommer rauskommen, wie sie sich freuen halt einfach. Und darum möchten wir das in Angriff nehmen. Also, wir gehen es jetzt rennen lassen. Komm, Mira. Ja, fein. Ja, komm. Jetzt ab. Komm, Aliop, komm. Die Planungsphase für den neuen Stall hat bereits begonnen. Problematisch ist die Lage des Hofs, ganz am Ende des engen Tals in Prinzbach. Also, da links vom Bach, wo die relativ ebene Fläche ist, da ist das geplant. Und ein großes Problem ist bei uns halt hier im Tal. Mitte fließt der Bach und links und rechts ist Wald. Und dann hast du einen gewissen Waldabstand einzuhalten und Bachabstand auch. Und dann ist nicht mehr viel Platz für die Bebauung. Neben den vielen Auflagen, die die Familie erfüllen muss, fehlte all die Jahre auch das Geld und die Perspektive, ein so großes Projekt in Angriff zu nehmen. Alle Dinge haben wir ja jetzt auch schon viel investiert, wo wir vor 17 Jahren den Hof übernommen haben. Wir waren ja eigentlich nur immer am Bauen und Machen und du, dass man den Hof jetzt so weit gebracht hat, wie er jetzt ist. Und da steckt auch viel Geld und Arbeit und alles drin. Und irgendwann denkst du dann mal, ja, es ist einfach auch mal gut so. Aber eben durch das will der Andreas jetzt wieder machen, will ja. Gucken wir, dass wir noch vorwärts gehen und dass wir ihm auch helfen. Genau. Klar, es belastet schon auf einer Seite. Man guckt schon, dass man das irgendwie gestemmt kriegt. Oder wie man das auch zu schaffen bekommt. Aber ja, ich bin ein tierlieber Mensch und mir geht einfach das Herz auf. Wenn es den Tieren gut geht, dann geht es mir auch gut. Und durch das
möchte ich gerne den Schritt auch gehen und ich durch das auch Zukunft sehe, ja. Durch unsere Vermarktung und alles macht das auch dann Sinn. Und die Jugend nimmt das auch noch ein bisschen leichter so. Wir Alte hinterdenken uns dann schon mal eher, wie die Jungen gern halt dann vor und das ist so. Und so soll sie, so waren wir auch. So waren wir auch, so ist es, sonst hätten wir den Schritt nicht gewagt. Ja, genau. Am Anfang haben Veronika und Frank den Großteil der Milch an eine Molkerei verkauft. Einen kleinen Teil hat Veronika, wie schon in der alten Heimat, zu Käse verarbeitet. Der Bau der Käserei 2011 im alten Mostkeller kam eher aus der Not heraus. Als wir da merkten, dass so das halt nicht weitergehen kann mit dem Milchpreis, was machst du jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, ist so schade, jetzt haben wir so unser Traumhof irgendwo gefunden und müsste das jetzt wieder aufgeben. Und darum haben wir gesagt, ja, wir probieren das jetzt mit der Käserei, dass wir das mal in Angriff nehmen. Heute verkäst die Familie die komplette Milch. Täglich 250 Liter. Als Kind habe ich gar keinen Käse gegessen, das mochte ich überhaupt nicht. Vielleicht war es auch daher, dass man den Käse halt so gekauft hat irgendwie und jetzt ist er halt selbst gemacht. Und das ist einfach ein anderer Geschmack, ja. Da kommt dann eben die Milch von der Kühe direkt rein und so alles, das begeistert mich irgendwie, ja. Neben Veronika und Andreas arbeiten noch drei Aushilfen in der Käserei. Ich gucke jetzt, ob der Bruch okay ist. Das heißt, man tut eine Zusammenpresse in der Hand. Und dann schaut man, was schön auseinander geht, so gummiförmig. Und dann, wenn man ihn dann wieder so reibt, dann muss es schöne Bruchstücke geben. Und dann ist er perfekt. So, das muss alles ein bisschen flott gehen, dass der Bruch dann gut zusammenhält noch. Verkauft wird der Käse dreimal die Woche auf dem Markt und freitags im kleinen Hofladen. Gruppen ab 10 Personen empfängt Veronika von Donnerstag bis Samstag nach Voranmeldung auch zum Vespern. Also das muss jetzt eigentlich richtig gut gepresst sein. Erstens, dass man alles in die vier Formen kriegen und dass es keine Luftlöcher gibt, wenn man da jetzt den Käse presse. Also am Anfang haben wir ja nur Frischkäse gemacht, hauptsächlich Rahmkäse und Bibeliskäse und so verschiedene Frischkäsesorten. Und dann war ich auch in Wange im Allgäu, da gibt es eine Molereifachschule, habe da kurz mitgemacht, war in Freiburg mit dem Käse, da hätten wir das Münsterkäsemachen beigebracht. Und ja, ich habe auch viel selber ausprobiert, also so alle 10 Minuten aufgeschrieben, was der nächste Gang ist und so. Und dann hat man sich halt so die Sache angeeignet. Das Bergkäsemachen zum Beispiel, wir haben eine Mitarbeiterin gehabt, die war auf der Alp. Und die hat mir dann das Bergkäsemachen wieder beigebracht. Also so ist so nach und nach unsere ganzen Produkte dann entstanden. Mittlerweile sind es 20 verschiedene Sorten. Am Anfang wird der Bergkäse in den Formen nach 10, 20 und 30 Minuten gewendet. Dann noch 5-mal im Stundentakt. Dadurch wird die restliche Molke herausgepresst. Der Käse tropft von allen Seiten gut ab und verdichtet sich. Gekäst wird jeden Tag, außer Sonntag. Der gehört der Familie. Und jetzt sieht man, am Anfang haben wir ja jetzt den Bruch gesehen, der da ganz im Käsekessel drin war. Und jetzt hat man schon so ein richtig toller Leib, wo schon ganzer Käse zusammen ist. Und das finde ich immer das Genialste, wenn man jetzt so im Käsekessel die kleinen Bruchstücke sieht. Und nachher ist es richtig ein schöner Leib. Das finde ich immer toll. Veronika serviert ihren Gästen morgen in jedem Gang eine Kostprobe aus der Käserei. Für mein Landfrauenmenü habe ich mir als Vorspeise einen bunten Käseteller ausgedacht. Dann zum Hauptgericht gibt es gerolltes Cordon Bleu, gefüllt mit Bergkäse und Schinkenspeck. Dazu Kartoffeltörtchen mit Speckbohnen und Karotten. Als Nachspeise gibt es dann Käsekuchenherzen mit frischen Früchten und eine Erdbeercreme. Zum Romanhof gehören 20 Hektar Grünland, 6 Hektar Wald und eine kleine Brennerei. Andreas hat eine Ausbildung als Landmaschinenmechaniker und Nebenerwerbslandwirt gemacht.
durch das, dass ich gerne Maschinen auch schraube, fahre ich es auch gern. Und ja, es macht mir einfach Spaß auch. Ich habe schon ganz früh mitgeholfen, den Eltern zu helfen. Und mit den Viechern komme ich auch echt gut klar und gehe mit denen gern um und ja, arbeite mit denen gern. Und durch das war ich auch ganz früh klar schon, dass ich den Hof mal später weiterführen möchte. Von März bis Ende Oktober sind die Kühe tagsüber auf den Weiden. Das Grundfutter im Stall kommt von den eigenen Flächen. Nur Getreideschrot kauft die Familie zu. Ja, ich habe bereits jetzt hier die Wiese vor, Mäh, das Gras für die Landfrau, wo morgen gekommen. Weil früher bei uns in der Steilhänge immer mit der Gabel gewendet worden ist. Und das möchte mir einfach den Frau morgen mal zeigen, wie das zustande gegangen ist früher. 2017 haben Veronika und Frank ein zusätzliches Haus gebaut. Oben ist die Vesperstube mit einer Küche und unten reift der Käse. Also sind halt alles Produkte, die man selber erschaffen hat. Da arbeitet man eigentlich so den ganzen Tag drauf hin, von der Milch, vom Melken, bis dann mal so ein Produkt entsteht. Und das finde ich eigentlich schon so unsere Schatzkammer. Veronika wendet den Käse täglich und schmiert ihn mit Salzwasser, damit sich eine schöne Rinde bildet und kein Fremdschimmel entsteht. Wenn der Reiferraum voll ist, hätte man so eineinhalb Stunden Arbeit, bis man jetzt den ganzen Käse geschmiert hat. Und vor allen Dingen spart man sich das Fitnessstudio, weil das sind schon richtig kräftige Leib. Da kann man dann ein bisschen Training machen. Katharina ist das älteste der vier Kinder. Sie arbeitet als pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke und wohnt als einzige nicht mehr zu Hause. Heute hilft sie bei den Gastgeschenken. Ich liebe das einfach, wenn wir im Sommer dann so das erste Heu reinholen und das dann oben in der Schier liegt, also im Heustall. Und das duftet dann durchs ganze Haus und durch den ganzen Hof, das frische Heu. Und das rieche ich so gern. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache doch jetzt deine Frau ein Heuherz. Und dann habe ich mir noch überlegt, weil wir ja alle einen Hof haben und immer viel Arbeit. Und dann habe ich jetzt dieses Schieferherz noch mit dem Spruch Zeit für dich, dass die Frau sich einfach auch mal Zeit nehmen für sich, aufzutanken, mal einen Kaffee zu trinken, einfach mal hinzusitzen. Und dass man sich da immer wieder mal ein bisschen erinnert, ja, soll das einfach so das Geschenk für die Frau sein. Ja, und das Handwerkliche, das Bastlisch machen wir gern. Ich finde es immer gut, wenn man dann so das Ergebnis danach hat und das dann einen eigentlich freut, weil man das ja mit seinen eigenen Händen erschaffen hat. Ja, und Katharina ist da echt voll fit drin. Die tut auch daheim viel dekorieren und so. Also macht einfach Spaß. Macht Spaß, ja. Ja, wenn man dann sieht, was rauskommt. Genau, ja. Ihr Bruder Florian ist Schreiner. Hallo ihr zwei. Hallo Florian. So, ich habe euch die Füße für eure Heuherze noch. Oh, super. Die sieht ja toll aus. Was ist denn da für Holz genommen? Das ist Kirschbaumholz. Genau, und dann habe ich es noch abgeschliffen und geölt und ja. Prima, dann probieren wir das jetzt dann gleich mal aus, wie das passt. Genau, perfekt. Gut, bis dann, mach es gut. Dankeschön, ciao. Ciao. Mal gucken. Ja, jetzt ist gut. So müsste es passen. Sehr gut. Hey, das sieht echt super aus mit dem Holz da unten. Ja, also ich glaube, da freust du dich. Ja, da freust du dich echt. Doch. Glaube ich, gell? Ja, ja, doch, das passt auf jeden Fall. In der Küche des Vesperhäusels beginnen Mutter und Tochter mit den Vorbereitungen für das Dinner. Für den Käsekuchen machen die beiden einen Mürbeteig und stellen ihn anschließend 30 Minuten kalt. Also, jetzt haben wir schon mal den Boden gemacht, den Teig. Also es sind auf jeden Fall schon erste Freundschaften entstanden und wir sind echt eine tolle Truppe und die anderen Frauen sind alle super nett und ich freue mich jetzt echt, wenn sie kommen und ja, das passt. Katharina püriert Erdbeeren und verrührt sie mit Honig und Bibeleskäse zu einer Creme. Der Bibeleskäse ist auch die Hauptzutat für den Kuchen. Das ist jetzt eigentlich ein ziemlich einfacher Käse. Die Besonderheit ist, dass er einfach 14 Stunden im Käsekessel stehen bleiben muss, dass er durchsäuert. Man braucht nicht so viele Arbeitsschritte wie jetzt beim Bergkäse, sondern eben diese 14 Stunden sind halt wichtig. So, Mama, ich habe hier den Boden. Mhm. Jetzt machen wir da den Eischnee noch nie. Oh, jetzt bräuchte man noch. Ah ja, der Schneebesen ist da drüben. Heben wir das noch unter. Ja, es war immer schön, dass die Eltern eigentlich Wert drauf gelegt haben, dass immer eine Mahlzeit am Tag auf jeden Fall mit uns zusammen war. Ja.
Ja, und deswegen freuen wir uns tatsächlich jetzt auch immer, wenn dann alle am Tisch sitzen und alle da sind, weil dann halt einfach dieses Heimatgefühl wieder da ist. Und Stimmung. Ja, Stimmung, genau. Der Belag besteht neben dem Bibbeleskäse aus Butter, Zucker, Eiern, Milch, Mehl, Puddingpulver und Vanillezucker. Also ich glaube, süß geht immer, also bei mir auf jeden Fall. Und ich glaube, der Käsekuchen, der ist so lecker, der kommt auf jeden Fall an. Damit er beim Backen eine schöne Farbe bekommt, streicht Katharina eine Mischung aus Eigelb und etwas Milch auf die Masse. Der Kuchen backt bei 170 Grad Umluft etwa eine Stunde. Feierabend. Veronika und Frank sind beide mit Landwirtschaft groß geworden. Veronikas Eltern hatten einen Obst- und Weinbaubetrieb. Franks Großeltern ein bisschen Obst. Bevor sie den Romanhof gekauft haben, führten Veronika und Frank einen kleinen Hof im Nebenerwerb. Mit 3 Kühen und 200 Hühnern. Also am Donz haben wir uns eigentlich kennengelernt, gell? Ja, du hast gern gedonst und ich eigentlich auch. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist kein anderer wie die. Ja, und dann haben wir uns halt alles mal getroffen so. Und ja, dann so als mal ein paar Mal fort. Ja, genau. Pizza essen waren wir dann mal noch. Und dann hast du nichts essen können, weil so aufgeregt war. Ja, ja, gut. War halt so, ja, gell? Ja, das genau. Das erste Mal, gell? Ja, genau. Und so noch 1,5 Jahre haben wir dann gesagt, ja, das passt. Dann heiraten wir. Genau. So war das. Ja. An unserem Hochzeitstag haben wir alle Wetter gehabt, wie das Leben ist. Gell? Genau, es regnet, Sonnenschein, Gewitter. Gewitter, alle Wetter haben wir gehabt. Und dann haben wir gesagt, siehst, so ist das Leben. Es gibt nicht nur Sonnenschein, sondern auch Regen oder mal ein Gewitter. Das muss auch mal sein. Nicht nur Sonnentage. Ja, aber das schweißt einem dann zusammen und ja, bringt einem durchs Leben und den Sommer halt, ja. Tag im Kinzigtal. So, guten Morgen, ihr vier. Jetzt gibt es was Feines zum Fressen. Mira, für dich ist das nichts. So, das schmeckt echt, gell? Ja, so ist fein. So, jetzt gibt es noch feine Molke für euch. Das liebe ich ja doch. Es fällt halt immer viel Molke an beim Käsemachen und da können wir die Molke halt wieder gut verwerten. Ein Teil nehme ich als auch zum Brotbacken und eben den Rest kriegen unsere Schweine. Und die lieben das einfach, wenn sie nicht nur Wasser, sondern auch Molke kriegen. Und dann macht uns der Metzger auch noch Wurst und Schinken und Speck. Also das ist halt einfach in Kombination die Molkeverfütterung und dann auch noch Verwendung für uns mit dem Fleisch. Die Landfrauen sind bereits im Schwarzwald unterwegs. Andrea aus Oberschwaben und Dorothea aus der Pfalz. Angelika aus dem Allgäu. Monja aus dem Alb-Donau-Kreis. Und Barbara aus dem Saarland. Es ist auch so langsam mal Zeit, dass der Sommer kommt, was? Ja. Das ist gar nicht mehr gewöhnt, wenn es warm von oben ist. Ja, gell? Ja. Das ist gar nicht mehr gewöhnt. Aber es ist auch gleich so schwül, als wird wieder ein Gewitter kommen. Wir warten schon seit Wochen auf gutes Wetter, damit wir endlich unser Heu machen können für die Tiere. Ja, da wartet mir eigentlich auch drauf. Weil jetzt die Woche hat er ja noch unbeständig, aber dann soll es ja hoffentlich mal eine Woche richtig warm werden. Und aber der Wetterbericht sagt, das ist schon seit Wochen. Jede Woche. Eine Woche später, eine Woche später. Also ich finde, dieses Jahr ist echt mühsam. Dieses Jahr waren die Bedingungen ja von vornherein einfach schwierig. Viele Probleme mit dem Pflanzgut und alles. Und jetzt dann nur sowas, das, was noch gut aufgegangen ist, das rafft jetzt dann Krautfäule dahin. Da haben wir jetzt schon Bedenken, was da im Herbst noch übrig bleibt. Ja. Aber man sagt ja immer, das Schaltjahr sind schlechte Jahre. Ja, Schaltjahr ist ein Kaltjahr. Ja. Bewahrheitet sich dieses Jahr echt wieder. Ja. Veronika und Katharina decken die Vesperstube für ihre Gäste ein. Also ich dekoriere schon gerne, wenn wir mal so Feierlichkeiten haben oder auch gerade jetzt wie an Weihnachten oder wenn halt ein Festtag ist, dann mache ich das auch mal gerne. Ja, doch, das ist schon ein bisschen meins.
Also ich schaffe halt lieber mit Naturmaterialien, weißt du, weil... Ja, und auch kein Glitzer, das ist nicht unser, das ist nicht unser, nee, Natur. Das ist bei dir auch Natur, so, pur. Natur pur. Zum Heuherz bekommt jede Frau noch einen selbstgemachten Kirschlikör. Ah ja, jetzt, wie sieht denn aus unser Tisch? Perfekt. Sehr schön, würde ich sagen. Nee, doch, das passt. Richtig gut. Busfahrer Andreas hat sich von Veronika einen Tipp geben lassen, wo er mit den Frauen am besten eine kleine Pause machen kann. Ladies. Das ist der wunderschöne Ausblick ins Kinzigtal. Und unser Ziel, das wartet irgendwo da vorne. Fahren wir nachher runter. Super. Dann stoßen wir an auf unsere zu Hause gebliebenen Familien und die, wo jetzt unsere Arbeit nicht erledigen müssen. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Also ich bin ganz begeistert, wie sie es daheim wirklich nahe bringen, was alles organisiert ist und wie es funktioniert. Ich bin elend stolz auf meine Familie. Aber es gibt ja trotzdem auch immer viele Sachen, die dann liegen bleiben, die nur wir machen. Ne? Also ja, das merkt man schon, wenn man wieder zurückkommt. Also vor dem Haushalt drücken sie sich so ein bisschen, die Männer. Die Spülmaschine schon 3 Tage nicht eingeräumt. Da heißt dann ja, du bist ja nur 2 Tage weg, das kann ja dann schon warten. Ja, genau. Also bei mir staunen sich immer die E-Mails. Also ja, das bei mir auch. Gerade das Büro sagt, das wird so am liebsten gar nicht angefasst in der Zeit, sondern dann lieber auf das nachkommende Wochenende geschoben, wo man wieder da ist. Dann läuft das auch wieder, ja. Aber ansonsten, also ich kann mich nicht beklagen, ich bin ganz stolz drauf, wie er es macht, auch mit 2 Kindern. Ich glaube, er war noch nie so lange mit 2 Kindern, Leute, von dem her. Ja, und jetzt schon 3 Mal in eigentlich kurzer Zeit, gell? Ja, das ist alles wirklich eine Leistung. Also ich finde es super, aber auch das funktioniert daheim. Da kann ich dann über die Wäscheberge und die ungeöffnete Post hinwegsehen, muss ich echt sagen. Ich sei noch weiß, die aber zwei. So, jetzt wäre die Frauenbalkone. Da müssen wir mal unser Cocktail richten hier. Jetzt noch der Holunderblütensirup. Gut, jetzt tun wir das alles gut vermischen. Dann haben wir so einen richtig feinen Molkenpfirsichtrunk. Ja. So was Erfrischendes für den Sommer. Gut, jetzt kann es losgehen. Jetzt können wir kommen. Da sehe ich da schon ihre Kühe. Man hört es auch bimmeln. Oh. Ah ja, ihr habt Glocken an. Ja, und was für schöne Dinge. Das ist das Stück schon. Da steht er in einem Kiel. Ja, hallo Ronja, grüß dich. Schön, dass wir bei dir sind. Oh, schön. Ja, schön. Hallo. Hallo, hallo. Wie sieht ihr aus? Ich war richtig erschlagen, wie schön das hier ist. Es ist eine tolle Landschaft. Also die Veronika, die lebt wirklich wie in so einem Märchen in ihrem Tal da unten und mit den Kühen auf der Weide. Wahnsinnig schön. Herzlich willkommen bei uns auf dem Hof. Und ich darf euch jetzt noch meine Familie vorstellen. Also das ist mein Mann, der Frank. Genau, dann kommt die Katharina, dann der Andreas, dann der Florian und unser jüngster, der Manuel. Sieht alle wirklich hübsch aus. Ja, 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 und auch streng. Ich habe euch ein Pfirsich-Molke-Holunder-Sirup-Trink gerichtet und zur Käserei passende paar Käsefiesle, so zum Probieren. Genau, dann dürfen wir euch gerne nehmen. Also zum Wohl auf euch und dass es ein ganz toller Tag gibt heute. Ja, zum Wohl, zum Wohl. Sehr fein. Ja. Mit Molke? Ja, mit Wibbeles Käsemolke ist da gemacht. Genau, das ist ein bisschen säuerlich so. Und dann fein. Der Manuel möchte euch jetzt noch ein kleines Begrüßungsständerle spielen. Thank you.
Das fand ich sehr, sehr schön von Manuel, dass er sich das getraut hat und war richtig schön, hat er richtig, richtig gut gemacht und hat einfach gut zum anderen einfach gepasst, hat es einfach rund gemacht. Also der Andreas nimmt euch jetzt mit runter in unsere Käserei und zeigt euch mal, wie Käse gemacht wird. Genau. Also, dann kommt mal mit. Bis später. Bis später. Tschüss. Ciao. Also, und wir gehen mal dran. He? Veronika und ihre Tochter bereiten schon mal das Kartoffelgratin vor. Die dünnen Kartoffelscheiben schichten sie in zwei Lagen und würzen mit Salz, Pfeffer und Paprika. Das Geheimnis am Gratin ist jetzt dann eigentlich die Soße, die wir dran machen. Das ist Bibeleskäse und Sahne, das verrühren wir jetzt schön und dann können wir das drüber machen. Und dann wird es richtig schön sämig und ja. Ja, einfach lecker dann. Ja, genau. So, Mama, dann kannst du das jetzt mal drüber machen. Den Bibeleskäse hat Katharina mit einem Becher Sahne verrührt. Dann machst du noch ein bisschen Käse drüber, gell? Und dann kommt wieder die nächste Lage. Dann machen wir jetzt ein bisschen mehr drauf. So, heute dürf ihr euch eigener Käse machen. Ich habe da schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Jetzt können wir dann die Galette schneiden. Fahrt runter. Und dann, wenn das so auseinander geht, dann ist die perfekte Zeit zum Bruchschneiden. Das heißt, der richtige Zeitpunkt ist jetzt schon gekommen. So sieht's aus. Sehr gut. Können wir eigentlich loslegen. Was gibt es dann von Käse jetzt? Das gibt der traditionelle Rahmkäse. Das ist eigentlich so der Hauskäse, wo dort gemacht worden ist. Das ist eigentlich auch ziemlich der einfachste. Und schmeckt gut. So, dann schneiden wir jetzt den Bruch. Das heißt, wir fangen so mit 3 cm an und immer so Streifen. Bis auf den Boden auch, oder? Bis an den Boden, ja. Ganz durch. Und die Würfelgröße hat die Auswirkung auf den Käse? Warum fährt unsere so im Kreis rum? Nee, also die Würfelgröße hat immer mit der Käsesorte was zu tun. Frischkäse sind die Würfel größer. Und umso älter, umso länger der Käse reift, wäre die Bruchstücke immer kleiner. Noch ahnen die Frauen nicht, dass sie genau so einen Rahmkäse gleich zur Vorspeise bekommen. Ich finde es super, dass ihr für uns extra Herzles formet. Ja. Gell? Wir sind ja so lieb und deswegen. Du musst ja passen. So, dann haben wir es jetzt erledigt. Jetzt muss der Käse dann nach einer Stunde mal gedreht werden und dann in den Kühlraum. Genau. Und dann können wir den heute Abend mitnehmen. Nach dem Dinner. Käse und Wein passt ja auch hervorragend zusammen. Deswegen freue ich mich jetzt auch, dass wir den mit nach Hause nehmen dürfen. Dann kann ich den gleich mit meinem Wein verkosten, mit meiner Familie zusammen. Und da werden sich bestimmt auch alle freuen. Ich habe immer mal gehofft, dass ich mal in den Genuss komme, dass ich es mal selber probieren kann, wie viel Aufwand das war. Aber es hat jetzt richtig Spaß gemacht und ist eigentlich gar kein so ein großer Akt, wie man sich's vorstellt. In der Küche geht es weiter mit dem Cordon Bleu. Für die beiden Vegetarierinnen füllen Veronika und Katharina Zucchini-Scheiben mit Käse und panieren sie genau wie das Fleisch. Für das Cordon Bleu haben wir unser eigener Schinkenspeck und unser Bergkäse, den wir da gut mit verwenden können. Und das wollte ich eigentlich der Landfrau so zeigen, dass wir halt alles eigen haben. Sieht jetzt wie Roulade aus, ja. Aber das ist jetzt halt Cordon Bleu mal anders. Genau, Cordon Bleu mal anders, ja. Und schmeckt. Auf jeden Fall schmeckt es. Cordon Bleu essen ja Kinder auch immer gern, gell? Das ist immer so ein Sundi essen bei uns, ja. Das ist echt lecker. Ja, schmeckt alle immer. Alle gut, ja. Am liebsten koche ich Gerichte, die schnell gehen halt. Klar, am Sonntag geht man mal mehr Zeit zum Kochen, aber unter der Woche guckt man dann immer, dass man halt so, dass man in einer Stunde fertig ist einfach und tut halt mal was vorbereiten so oder mal was in den Backofen bringen. Und das Kochen gelernt, muss ich sagen, also daheim, die Oma, die hat halt bei uns immer gekocht
Und da war ich dann oft dabei und habe halt zugeguckt, wie die das macht. Und ja, muss schon sagen, von der Oma habe ich so das Kuchen gelernt, ja. Mit ein paar Kopftüchern gegen Hitze und Staub geht es für die Landfrauen mit Frank ins Grüne. Ja. Ja, ich hab's fest im Griff. Das ist auch mal cool, sowas zu machen. Richtiger Ausflug. Ja. So, jetzt sind wir da, ihr Mädels. Jetzt geht's los. Also, dann sind wir früher, waren immer viel Leute auf dem Hof. Und die sind dann nebeneinander gegangen. Und dann hat man das praktisch rumgedreht. Und wie alt ist das Heu jetzt? Das ist gestern gemäht worden. Und, aber leider hat es heute Nacht ein kleines Gewitter gegeben. Hat fast 10 Liter geregnet. Aber für das, also, das ist es doch schon schön abgetrocknet. Ja. Also, wenn das so weitergeht heute, werden wir das schön trocken bringen. Ja. Es hat schon Spaß gemacht, aber es ist natürlich anstrengend. Und jetzt geht es heute noch mit den Temperaturen. Aber wenn man bedenkt, dass die früher dann da auch bei 30 Grad gegabelt haben, das war halt schon harte Arbeit. Ja. Die Mädels kommen, Pause. Wie zu alter Zeit gibt es jetzt ein Glas Most. Sagen wir nicht nein. Nö. Das ist angesetzt mit abgepressten Trauben, daher die rote Farbe. Feins Geld so nach dem Schaffen. Ja, mit dem Most, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das war eine sehr schöne Überraschung, war auch sehr erfrischend, wirklich lecker. Hat er gut gemacht. Für damals war es wahrscheinlich einfach unglaublich wichtig, weil man einfach die Nährstoffe und weil man den Dampf und den Zucker halt braucht hat, wo im Most drin war. Ich persönlich mag Most eigentlich gar nicht, aber der war sehr süffig. Den hätte ich jetzt vielleicht nicht zum Arbeiten gebraucht, aber so abends zwei Gläschen ist bestimmt ganz gut, ja. Ich mache die jetzt auch nicht, ich glaube, wir machen dann 3 drauf, oder? Ja, und dann, wenn sie so zusammenlegst, ist es schon gut. Ja, genau. Der Camembert ist gerade richtige Reife, ja, gerade. Der ist jetzt schön cremig, gut, ja, gell? Zur Vorspeise servieren Veronika und Katharina einen bunten Käseteller. Mama, jetzt habe ich was gehört. Ja, ich glaube, die kommen jetzt nicht, gell? Soll er mal gucken? Guck mal, spiegle mal schnell. Ja, aber mal gucken, was Leckeres zu essen, Freunde. Ah, guck mal, jetzt kommen sie auch. Ah ja, schön. Frank bringt sie gerade an den Platz. Noch harte Arbeit. Naja. Naja. Das Heu ist schon letzte Woche. Das sieht man. Das hat also nur Sonne gehabt. Das, was wir heute gemacht haben, hat ein bisschen Regen abbekommen. Das ist wunderschön, grüne Farbe. Oh, riecht auch richtig frisch noch. Veronika pur, das war genau sie. Das war, ja, so herzlich wie Veronika selber, überall Herzen. Das Heu, wirklich wunderschön. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und einen guten Appetit. Und dann sehen wir uns später. Ich werde noch meine Mädels versorgen. Danke. Katharina, guck mal, sollen wir so machen? Oder ein bisschen mehr, ja, okay. Manuel, Florian, der gehört, komm, es geht los. Katharina, das sieht ja schon richtig schön aus. Ja. Hallo. Hallo. Ui, richtig toll aus. Viele
Vielen Dank, Florian. Und wieder Herzle. Ich habe euch jetzt einen bunten Käsekeller gerichtet. Dann einmal Tomatensalat mit unserem Rahmkäse, der ist ja so Mozzarella-ähnlich. Und dann ein Camembert, da ist es so richtig reif. Mit einer Zwetschge und einer Zwetschgemarmelade. Und das kann man dann in Kombination essen. Und jetzt stoßen wir einfach mal an, dass wir einen schönen Abend haben heute Abend. Ja, jetzt wünsche ich euch allen einen guten Appetit. Boah, der Rahmkäse schmeckt wirklich wie Mozzarella. Mhm, ja, der ist richtig fein. Und das ist übrigens der, den ihr heute Morgen gemacht habt. Also, oh, wirklich? Also dieser Käse, so machen wir den Rahmkäse. So weit spannend, um uns rauszuschauen. Ja, genau. Ich hoffe es doch. Wie machst du das, dass dein Camembert so cremig ist? Das schmeckt richtig lecker. Mhm, also das sind halt die Kulturen, die reinkommen. Mhm. Und dann muss er halt auch eine Zeit lang reifen. Und je älter das er halt wird, je cremiger wird er dann, ja. Und wie lange lässt du dann da so drin? Also der ist jetzt so 3 Wochen alt. Genau, also so noch 3 Wochen ist er dann eigentlich echt gut. Und sonst steht er halt noch ein fester Kern und jetzt muss ich halt erst alles dann entwickeln, ja, genau. Richtig lecker. Okay, freut mich, wenn es euch schmeckt. Der Frischkäse, fand ich, war sehr gut gewürzt. Da wollte ich eigentlich noch nachfragen, ob sie die Kräuter aus dem Garten genommen hat und was sie da für Kräuter reingemacht hat. Das fand ich sehr gut. Und gerade der Camembert, das ist sowieso einer meiner Lieblingskäsesorten und der war besonders cremig. Und sie hat dann ja keine Preiselbeeren dabei gehabt, sondern dieses Quetschenmus, glaube ich. Und das war sehr, sehr lecker. Ja. 3-mal dürfen die Frauen bis zu 10 Punkte für die Vorspeise vergeben. In den Kategorien Zutaten, Konsistenz und Geschmack. Hallo, Katharina. Und wie war so, das erste Gang? Ja. Doch, hätte mir voll geschmeckt. Ja, alle. Vor allen Dingen, der Camembert hätte so geschmeckt. Ja, weil mit den Zwetschgen, weil der so cremig war. Sehr schön. Dann mache ich mich mal ans Fleisch. Jawohl. Gut. Kartoffelgratin. Ja, ich guck gerade mal kurz. Das sieht schon ganz gut aus. Super. Die Soße habe ich mit Rinderknochen gemacht. Die habe ich gut scharf angebraten und dann noch mit Wein abgelöscht. Und jetzt ist die Soße 6 Stunden, hätte es gekocht. Und dann kommt das ganze Aroma von den Rinderknochen auch raus. Perfekt, dann geht's raus. So, jetzt kommt das Hauptgericht. Bitte schön. Zum Hauptgericht habe ich euch ein Kartoffelgratin mit unserem Gouda oben drüber, also Schnittkäse, genau. Dann ein Cordon Bleu, gefüllt mit Schinkenspeck, den ich auch selber mache, und ein Bergkäse und dann ein paar Karottle und Speckbohnen, auch den Speck, den wir auch selber räuchern. Ich liebe Kartoffelgratin. Oh, ich auch. Und das ist auch schön bissfest. So. Okay. Ich bin kein Kartoffelgratin-Fan, aber das ist meine Schuld. Ich kann, glaube ich, echt nicht so gut. Das war was wirklich besonders Leckeres. Und da macht sie, glaube ich, auch Quark rein, also Pippeles-Käse, wie wir gelernt haben. Das hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Und das werde ich auch mal zu Hause probieren. Hat sehr gut geschmeckt. Und sie hat ja eigentlich auch nur Produkte von ihrem Hof verwendet. Sie hat die Schweine selber und ja, Kartoffeln, Cordon Bleu, hat alles ganz gut gepasst. Und ich fand es auch schön, dass sie sich da so was einfallen lassen hat für unsere 2 Vegetarier, dass sie sagt, sie macht einen Zucchini-Schnitzel mit Käse. Also das fand ich super, weil auf die Idee muss ich auch erst mal kommen. Und deswegen also 10 von 10 für mich, die Hauptspeise.
Wie war denn heute Nachmittag die Heuwendaktion im Frank? War das arg anstrengend, oder? Sehr unterhaltsam. Okay. Ja. Also viel geschafft haben wir, glaube ich, aber... Ja, muss ja ein bisschen Spaß und Erbe tun, genau. War schon schön. Ja. Also im Team zu arbeiten ist einfach schöner. Klar. Ja, okay. Daheim muss ich das oft allein machen oder mit einer FJ-lerin zusammen. Ah, okay. Aha. Ja. Ja, der auch eine echt ruhige Art. Ja. Ja, sehr angenehm. So. Und er brennt richtig für das, was er macht. Ja, hat man auch richtig gemerkt. Auch für die Hauptspeise gibt es maximal 30 Punkte. Wer die meisten Punkte bekommen hat, erfahren die Landfrauen erst bei ihrem letzten Treffen. Machst du eins oder zwei drauf? Lass mal das fertig. Das sind schon ziemlich fett, wenn sie gemeint. Ja, dann lass uns. Oder nicht, aber das ist ja gegeben. Ich nehme das schon mal und mache die Fruchtspiegel drauf. Ja. Florian, Manu, jetzt geht weiter. Komme. Hallo. Sieht aber zum Schluss mal schön aus. Gell? Sieht richtig schön aus. Ja. So, der letzte Gang kommt. Ein süßes Dessert. Oh. Ich hab gedacht, vielleicht. Dankeschön. Dankeschön. Lass es euch schmecken. Dankeschön. Danke. Wow. Und wieder ein Herz. Ja! Zum Dessert gibt es ein Käsekuchenherz mit Erdbeerquark und ein Erdbeerfruchtspiegel mit ein paar Früchten drin. Ist auch wieder mit unserem Bibeleskäse macht der Käsekuchen und auch der Erdbeerquark. Dann lasst es euch schmecken. Vielen Dank. Ja. Sollen wir nochmal anstoßen? Ja, zum Wohl euch. Zum Wohl. Wieso heißt denn bei euch der Quark Pöppeles-Käse? Ich dachte, das ist ein Hüttenkäse mit den Pöppeler. Also, es ist so, dass früher zu der kleinen Küche hätte man Bibele gesagt. Und dann hätte man früher eben diesen Bibeles-Käse gegeben, weil der halt sehr eiweißhaltig war und so. Und dann sind die halt schneller der Fug gewachsen, sage ich jetzt mal. Und da ist irgendwie der Name hergekommen. Das habe ich auch erst nicht gewusst, aber dann hätte mir das mal jemand erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja. Bibeles-Käse, genau. Hättet ihr das damals gedacht, wo ihr hierher gezogen seid, dass einer von euren Kindern Räder macht? Gut, der Andreas, der war schon von gleich auf, hätte er immer Kierwelle und war immer mit dem Frank im Schlepper geguckt, da wo wir noch in Lauf geguckt sind. Also, wenn dort der Schlepper auch gegangen ist, dann war der Andreas als immer dabei. Und ja, abends, wenn er mal vorher geholt hat, hätte er immer mitwelle. Und so zum Schluss, der Hofruf war schon immer eingeschlafen, dann bin ich immer hin und hab ne genommen und dann gleich ins Bett gelegt. Aber der hat einfach immer die Bisi-Welle und das ist so, ja. Voll schön, ja. Von Grund auf, das ist richtig gut. Ja, genau. Ein super Kombi, der Käsekuchen, der war wunderbar cremig und hat einen super fluffigen Boden auch gehabt, also top. Also der Käsekuchen hat es für mich jetzt nicht gebraucht, das war, fand ich fast ein bisschen viel, genau, aber dieses frische Obst, diese Beeren und auch dieses Bibeleskäse, wie sie ja sagt, dieser Quark, dieser Erdbeerquark, fand ich super, super lecker. Man hat einfach das Menü nochmal gut abgerundet. So, ich sammle jetzt die Karte ein, ihr könnt die mir bitte geben. Neben den Punkten fürs Dessert gibt es auch bis zu 3 Sternchen für die Tischdekoration. Ich bin jetzt erleichtert und ich bin stolz auf euch, dass wir das geschafft haben. Ja. Wir auch. Wir auch. Wir auch. Wir auch. Wir auch. Danke. Also, jawohl. Mit selbstgemachtem Kirschlikör endet der Abend in Prinzbach. Nächste Woche empfängt Andrea Göring die Landfrauen in Oberschwaben.